Hallo und willkommen zu einer neuen Folge von Sapiens. Windstorm Update Gameplay. Und ja, in der letzten Folge hatten wir unser Dorf weiter ausgebaut, Fortschritte gemacht, eine zweite Hütte hier gebaut. Wir haben hier 8 neue Plätze. Is clearing up, is no longer sick or infectious. Okay, also das klingt alles sehr gut. Und was wir jetzt natürlich hier haben, ist, wir haben hier drüben einen Mammut. Hier haben wir einen Mammut und da müssen wir uns jetzt darum kümmern. Denke ich, bevor so richtig. Und hier oben ist das zweite. Und ich denke, der Vorteil ist, die sind noch sehr einzeln, ne? Also vereinzelt. Das eine hier, das andere da. Das Problem ist im Moment ein bisschen, dass hier unser Speerlager ist. Das heißt, es ist im Moment noch eine ziemlich weite Distanz, bis da hinten zu laufen. Und ich würde jetzt mal nur abwarten. Das eine Mammut ist da oben, das zieht da oben vorbei. Das ist vielleicht auch gar kein Ding, wenn das da durchzieht und da hinten wieder verschwindet, dann ist das okay. Bei dem hier fürchte ich, werden wir wahrscheinlich ein bisschen Probleme kriegen. Das heißt, das würde ich auf jeden Fall jagen. Hier nochmal. Und wir haben hier natürlich jetzt das Problem, dass hier auch die und da würde ich vielleicht mal kurz die alle selektieren und dann Gathering Bamboo abschalten. Dass hier nicht noch, da liegen noch ein paar, die holen wir uns noch, weil wir haben im Moment genügend hier. Also wir haben keine aktuelle Not, in Anführungszeichen, was das betrifft. Das ist Kompost, okay. Den können wir eh brauchen. Das können wir abernten. Naja, das Mammut zieht jetzt da auch Richtung Fluss. Schwierige Frage. Sollen wir das jagen oder eher nicht? Die zweite Überlegung ist, unsere Fleischvorräte. Da wird Musik gemacht, sehr gut. Und das hebt die Stimmung. Das hebt die Stimmung. Und ja, ich bin ein bisschen hin und her gerissen. Man merkt es wahrscheinlich, ob wir dieses Mammut hier jagen sollen oder nicht. Aber ich würde sagen, wir jagen es mal. Wir jagen es mal. Schauen wir mal, wie es mir mit den Jägern ausschaut. Ja, da kommen sie schon. Die sind an sich ganz okay. Wir haben hier nochmal Speere. Das heißt, der Weg ist dann doch nicht ganz so weit. Wie viele Jäger sind da unterwegs? 2, 4, 5. 5 Jäger. Okay, das ist ein eher ängstliches Mammut, das eher flüchtet im Moment. Ah, jetzt geht er zum Angriff über. Und du solltest weglaufen, ja. Du solltest weglaufen. Okay, da kommt die nächste Welle an Jägern. Okay. Da kommen die anderen beiden nochmal. Wir schauen mal. Vielleicht haben wir Glück. Und das Mammut ist dann erlegt. Ja.
Das Mammut ist jetzt erlegt. Okay. So, gut. Das können wir im Prinzip auch gleich wegarbeiten. Und hier haben wir nochmal einen Mammut. Jetzt ist die Frage, Fleisch, ja, nein. Und das Fell. Das gibt... Ja, jetzt läuft es da runter. Okay. Wenn es hier runterkommt, ja. Das ist so die Frage. Da haben wir noch mehr Hühner. Ich weiß gar nicht, ob wir hier noch Speicherplatz haben, wo wir das Hühnchenfleisch speichern. Ich glaube, das haben wir umgewidmet in andere Dingen. Da ist Alpaka. Da ist nochmal Alpaka-Fleisch. Also wir haben gar kein Hühnchenfleischspeicher mehr. Jetzt ist die Frage, lassen wir dieses Mammut durchziehen oder versuchen wir es auch zu jagen? Und ich würde sagen, wir jagen es auch. Weil es ist so leicht, in Anführungszeichen, zu kriegen. Es ist keine Herde da, kein weiteres. Es ist ein einzelnes Tier, das man relativ leicht jagen können. 2, 4, 5 Jäger. Das sollte also hinhauen. Es regnet wieder. So. Ja, da ist natürlich der Hang. Das ist ein bisschen beschwerlich. So, jetzt müssen wir nur schauen, dass ihr hier... Ups, irgendwas steht. Habe ich auf Pause gedrückt? Nee. Irgendwas... Ups, ist jetzt ein Problem. Wow. Spiel abgestürzt. Kann das sein? Wir öffnen es mal nochmal neu. Jetzt bin ich gespannt. Okay, abgestürzt. Send a crash report. Okay. Ja, okay, machen wir das mal. Crash, brief description. Crash. In the middle of a mammoth. Hunting. Five minutes after start while hunting a second mammoth. So, okay. Und send bug report. Okay. Send word save files. Okay. Schack kann er auch mitschicken. Thank you successfully. Okay. Und jetzt machen wir hier continue und schauen wir mal, ob, wo wir wieder rauskommen. Bin ich jetzt schon gespannt. Da bin ich jetzt schon gespannt. Oh ja. An derselben Stelle. Okay. Passt. Okay. Du solltest hier nicht stehen bleiben. Genau. Ja, die haben eben hier... Okay, jetzt kommt's runter. Was okay ist, weil dann... Aber es regnet wirklich heftig hier. Es regnet. Möglicherweise ist der Regen auch ein bisschen das Problem. Weil es dann... Also ich weiß nicht, ob alle 5 Speere jetzt getroffen haben, der 5 Jäger. Möglicherweise. Und ich denke so bei 8 Treffern, dann wäre das der 6. Du solltest weglaufen. 7, 8. Ja, okay.
Ja, also das ist okay. Und so ein einzelnes Mammut ist leichte Beute, in Anführungszeichen, muss man jetzt fairerweise sagen. Das war auch der Grund, warum ich das tatsächlich noch gejagt habe. Was ja, holst du da oben? Du holst mir irgendwas. Fetching a rotten manure for composting. Okay. Rotten. Ah, das ist das hier wahrscheinlich, oder? Ja. Okay, interessant. So, dann können wir das auch wieder sagen, den Ton einlagern. Und wir können hier auch weitermachen mit unserem Abbau. Wir können hier sagen, machen wir da die Erde und das da und das da. Da waren wir das letzte Mal stehen geblieben. Und das müssen wir natürlich dann auch. Needs Chisel. Okay. Das ist das nächste, was wir jetzt natürlich machen. Und jetzt schauen wir mal. Das Mammut hier hinten ist eh schon zerlegt und verarbeitet. Okay. Und da haben wir jetzt einen Knoblauch. Den ernten wir noch. Und wir haben noch eine Ding hier und hier einen Knoblauch. Das heißt, haben wir hier noch, ja, wir geben noch zwei Virusmedizin in Auftrag. Und dann brauchen wir noch eine Echinacea. Ja, da hustet jemand. Und jetzt schauen wir mal, wie viel wir hier haben. Wir haben vier Echinacea und die ernten wir jetzt auch. Wir sind jetzt mal mutig und bauen die aber gleich wieder an. Vier Stück Echinacea, um die mal tatsächlich ein bisschen zu vermehren. Eins, zwei, drei, vier. Und dann müssen wir das da auch düngen, damit es wieder wächst hier. Genau. Dann können wir die hier ernten. 52, das ist super. Und wir schauen mal. Oh, jetzt dachte ich schon, hier liegt rohes Fleisch, aber das ist nur das Licht. Okay. Wir haben hier die hier. Und die konnte man früher immer rösten. Das kann man scheinbar jetzt nicht mehr. Okay. Rots in a few days. Ja. Raspberries. Okay, das ist das, was ich eigentlich sehen wollte hier. Wir haben Copperohr. Und wir haben Thinohr. Und was brauchen wir da? Needs Crucible. Okay. Crucible. Mudbrick Crucible. Ah, einen Behälter, der ist auch neu. Der ist neu. Okay, dann machen wir doch mal einen. Dann machen wir doch mal einen, weil das ist jetzt wichtig. Und den könnten wir dann auch, sobald er gebaut ist, auch. Ja, hier ist Leben. Hier tut sich was. Das gefällt mir. Das gefällt mir, wenn hier was los ist. Und wir haben jetzt hier das zweite Haus, das zweite Holzhaus. Und ich würde sagen, wir bauen das Haus ab hier. Wir haben jetzt wie viel? 39 Heubetten. Und wir haben hier 16 von denen. Und wie viel haben wir insgesamt Sapiens? 41. Das heißt, wir haben 16. Wolfskin-Beds. Da können wir also hier 25. Das heißt, wir können das eine Haus hier eigentlich abbauen. Wir können das hier abbauen.
Und da statt. Oder soll man dahinter jetzt sicherheitshalber hier nochmal ein neues erstmal bauen, bevor wir das abbauen, um wirklich Reserve zu haben? Ich glaube, ja, das ist es. Ich glaube, wir bauen hier nochmal ein neues. Und jetzt ist die Frage, wir haben das, ich habe das ja ein bisschen um den Dorfplatz hier arrangiert. Und ja, wir bauen dahinter einfach nochmal eins erstmal. So, und wir machen das mit dem alten bekannten Schema. Wir haben hier eine Veranda vorne. Und da hinten haben wir das Haus. Genau. So. Und genau. Und dann können wir die eigentlich schon alle wieder abbauen. Die braucht man nicht. Das war jetzt nur, um eine Entfernung, einen Begriff zu kriegen, wo wir das positionieren müssen. Ne? Damit, und wie wir es ausrichten müssen. Und dann baue ich da diese halbhohe Wand. Und dann bauen wir da zwei Dinger drüber. Ups, da müssen wir den natürlich hier noch wegbauen. Ja, du bringst schon. Zack. Und jetzt können wir die. Jetzt können wir das hier abbauen. Damit hier nicht jemand kommt und diese Ding baut. Okay, so, und dann machen wir erstmal das Haus. Und dann haben wir hier unsere drei Wände. Die drehen wir. So. Und so. Ist jetzt ein bisschen einfallslos erstmal noch, aber ich überlege mir dann demnächst jetzt mal einen anderen Haustyp, dass wir hier auch ein bisschen Abwechslung reinkriegen. So, und dann haben wir hier ein Dach drauf, brauchen wir noch. Einmal, zweimal, so, damit haben wir das Dach. Und dann brauchen wir hier vorne, wie immer, eine Treppe. Eine halbhohe Treppe, und die machen wir hier hin. So. Okay, damit haben wir schon mal das Haus selbst und jetzt kommt noch die Dekoration mit den Loks. Hier und hier und drüber, jawohl. Und hier will ich es eigentlich nicht. Da hinten will ich noch eins. Tust du mir den Gefallen? Hier auch in der Mitte kriege ich es immer nicht hin. Da muss ich nochmal irgendwie rausfinden, wie ich das mache. Disable Snapping ist Shift. Ja, und dann könnten wir das. Aber ich will es eigentlich gesnappt haben, weil es dann schön passt. Okay, wir setzen da hinten einen drunter und wir überlegen uns, da funktioniert es nämlich einwandfrei. In der Ecke. Wenn ich so mache, kriege ich da eins drunter? Nee, kriege ich auch nicht drunter. Das da machen wir wieder weg. Okay, wir lassen es erstmal so. Und dann bauen wir da drinnen wieder unsere Betten. Wobei, da warten wir noch ein bisschen, bis es fertig ist. Okay, dann haben wir das Haus und dann können wir nämlich das hier abbauen. Da haben wir dann auf jeden Fall diese vier Betten übrig. Die können wir dann abbauen. Und da haben wir jetzt noch immer ein paar Kranke. Needs Virus, ja. Was ist da das Problem? Elderberry, okay. Klar, Elderberries. Brauchen wir auch. Okay. So, hier ist das da. Die lernt es. Okay. So, jetzt haben wir hier wieder natürlich die zwei Mammuts. 44
zusätzlich. Und dann würde ich sagen, wir braten da wieder mal 30 und 44 und dann machen wir mal 14. Machen wir mal 14 Mammut. Braten das. Ja, und da ist halt das Problem, wir haben nach wie vor zu wenig Knoblauch und wir haben zu wenig Echinacea. Gut, Echinacea haben wir jetzt vermehrt. Knoblauch war hier drüben, aber der ist noch nicht nachgewachsen. Da ist er. Nee, der ist noch nicht nachgewachsen. Die zwei Stück. Okay, ja, aber ich denke, wir haben die Epidemie, wenn wir da mal so reinschauen, es sind etliche, gelb, 2, 4, 6, ja, 7, 8. Aber Pottery Skill, okay, aber nichts Dramatisches bisher. Jetzt sind natürlich unsere ganzen Holzvorräte für den Hausbau draufgegangen. Und wir müssen hier ein bisschen schauen. Wir haben noch 101 Äste. Und wir schauen mal ganz kurz. Resources. Pinecones. Haben wir da welche auf Lager? Bevor wir da im Lager lang suchen, Pinecones haben wir null. Ja, Poppy Flowers, das müssen wir auch irgendwann nochmal machen. Und Alpakas jagen macht jetzt im Moment auch keinen Sinn, solange wir so viel. Ja, needs two logs. Okay, ja, Logs haben wir jetzt im Moment nicht. Das heißt, wir könnten hier noch das da. Und das da. Fällen. Ist jetzt schon ein bisschen weit weg. Oh, Mammuts. Oh. Eine ganze Herde mit 4. Okay. Dann würde ich sagen, wo haben wir denn hier? Hier irgendwo war die. War das Speerlager. Okay, da müssen wir dringend. Die ziehen da drüben hin. Da müssen wir jetzt dringend hier dieses Speerlager. Add new route starting here. Und das müssen wir hier hin transportieren, damit wir hier die Speere haben. Okay, ja. Das Dach geht nicht, weil needs 5 logs. Okay, und die Logs fehlen uns. Gut, die kriegen wir jetzt hier. Da haben wir jetzt 2 Logs und hier haben wir 4 und hier haben wir auch 4. Ja, also da kriegen wir ein bisschen was. So, die räumen das ab und da kommen schon unsere Speere. Ja, das ist jetzt natürlich ein bisschen heftig, weil Spearhunting, wir haben 9 Jäger. Wir haben 9 Jäger und das sind schon wie viel ältere? Noch keine. Das ist schon mal ein Vorteil. Wir müssen also dringend wieder Jäger ausbilden hier. Im Moment scheinen die beiden vorbeizulaufen. Aber die anderen beiden hier, glaube ich, die werden uns erwischen. Da müssen wir also nochmal schauen. Das wird allerdings, ja, die ziehen direkt aufs Dorf zu, denke ich mal. Und ich würde sagen, wir löschen hier mal die Route. Die löschen wir mal. Zack. Weil wir sollten. Wie viele Speere haben wir da jetzt?
31, ja, das reicht für 3 Mammuts. Und wo machen wir die anderen? Noch ein Speerlager. Strategisch richtig. Wie viel haben wir hier noch Speere? Da haben wir noch jede Menge. 19. Wir sollten hier, das ist Kopferohr, das können wir auch sammeln. Das sollten wir vielleicht auch tun. 3 Select und bitte mal einsammeln. Und ich würde sagen, wir machen hier nochmal ein Speerlager. Und da tun wir nur Speere rein. Dass da nichts anderes hingeht. Der hätte jetzt das Kopfvergleich da reingetan. Okay. Und dann tun wir hier die Speere. Add no roots, new root. Die tun wir hier rein. Und bitte. So, weil dann haben wir hier 2 vorgelagerte Speerlager. Um unsere Jäger schnell mit Speeren zu versorgen. Also die 3, die sind ziemlich dicht. Das wird heftig. Da müssen wir ein bisschen schauen. Und ich bin jetzt schon gespannt, ob wir noch Zeit bis morgen haben. Aber ich vermute fast mal nicht. Ja. So, und das hier. Naja, 5 Loks. Okay, wir haben einfach zu wenig Loks. Das war eine weise Entscheidung, die Hütte hier nicht gleich abzureißen. Weil sonst hätten wir da ein Problem mit den mit dem Betten, weil wir das jetzt hier nicht fertig kriegen so schnell, ne? Mit dem Baumstämmen. Da ist zwar das Deck jetzt fertig, aber das Häuschen selber und das Dach vor allem wird nicht fertig. Aber ich sehe gerade, da müssen wir auch noch die Giebelwand reinbauen. Das machen wir noch schnell. Giebelwand, wo haben wir die? Hier. Zack. Und auf der anderen Seite natürlich auch. Damit das vollständig ist. Okay. Ja, und dann haben wir jetzt hier die Mammuts. Naja, wenn sie vorbeiziehen und uns nichts tun und nicht näher kommen, dann können wir das erstmal lassen. Dann ist es okay. Wir müssen ein Auge drauf haben, ne? Another tribe has spotted. Okay. Wo bist du? Hier. Aus der Richtung. Und scheinbar alleine. Scheinbar. Okay. Da kommt schon unser Diplomat oder Diplomatin. Dann sehen wir jetzt auch gleich, ob sie alleine war. Ja, sie ist alleine. Und sie hat auch eine Infektion.
Okay. Dann geh du mal wieder ins Dorf zurück, bitte. Also die haben alle, praktisch alle Neuankömmlinge haben immer eine Infektion. Das ist wirklich heftig. Aber wir können noch Medizin hier produzieren. Wir können hier noch 6 Garlic. Zack. Und wir können noch 2 Echinacea. Und da könnten wir noch welche auf Lager haben. Nee, haben wir nimmer. Ja. Dann können wir hier nochmal... Wir machen nochmal 6 Virusmedizin. 2 können wir ja eh sofort brauen. Und für den Rest müssen wir warten, bis die Echinacea nachgewachsen sind hier. Das hilft jetzt nichts. Das hilft nichts. Was machst du hier? Du solltest vielleicht auch ins Dorf gehen. Und du solltest vielleicht auch ins Dorf gehen. Ja, tut dir eh. Alles klar. Ja, die ziehen vorbei. Das ist okay. Also, das ist okay. Wir müssen das Fleisch, müssen wir nicht haben. Und solange die uns nicht irgendwie tangieren, würde ich sagen, lassen wir die ziehen. Ich habe nur den Verdacht, die werden irgendwo da hinten wahrscheinlich wieder kehrt machen und wieder zurückkommen. Aber dann können wir uns immer noch überlegen, was wir machen, weil die stehen ziemlich dicht. Und jetzt hier im Dunkeln jagen, ich meine, die Speere sind relativ nahe hier. Wir haben hier und hier. Aber trotzdem, wenn die so dicht stehen wie jetzt, dann ist es nicht gut. Das würde ich also jetzt erstmal nicht machen. Und wir müssen warten, bis hier unser Wäldchen aufwächst. Und wir können nochmal schauen, irgendwo haben wir möglicherweise noch Pinecones. Pinecones. Wir haben hier jede Menge Flax, Beetroot Seeds und Bamboo Seeds. Wir können Flax Seeds, fällt mir gerade ein, zum Essen freigeben. Resources. Beetroot Seeds. Aber Flax Seeds können wir zum Essen, weil das mögen die gerne. Flax Seeds. Und die können wir auch zum Essen freigeben. Genau. So. 15 Fired Bowls. Okay. Und irgendwo ist auch unser Chisel. Unser Crucible. Und das können wir das nicht brennen? Okay. Okay, dann können wir das jetzt erforschen. Das wird heute nicht mehr klappen, aber wir haben es auf jeden Fall mal in Auftrag gegeben. Genau, da trägt er jetzt schon das Metall dahin. Geht durch den Brennofen durch, okay. Feuerfester Mann. Genau, und da kommt das zweite Metall und dann brauchen wir noch den Topf. Den holt er jetzt. Alles klar. Nee. Okay, tut er nimmer. Er hat Hunger. Alles klar. Er macht es. Und er räumt es auf. Ordentlich, jo. So, da haben wir den Kompost. Talking to Vaso. Okay, interessant. Unterhalten sich die Kunden. So. Ah, und die kommt jetzt und macht die Untersuchung für unser Metall. Und wenn wir das Metall haben, dann können wir diese Meißel
die Meißel, die wahrscheinlich das hier alles. Flint Knife. Nee, da haben wir Stone Sizzle. Ah, okay, die können wir sogar. Die können wir sogar bauen. Das habe ich jetzt ganz übersehen. Dann sollten wir da mal 20 bauen, weil von denen brauchen wir auch jede Menge. Und wir brauchen nochmal Steine. So, die Nacht hat begonnen, alle schlafen. Die Hütte hier ist gut. Ups, ja, erstmal hinlegen. Die Hütte hier ist gut belegt und hier drüben, da ist noch nichts. Aber die ist auch noch nicht ganz fertig. Okay. Ja, also, wir schauen nochmal nach den Kräutern, aber da hat sie noch nichts getan. Hier bei den Echinacean, wir haben noch zwei Knoblauch. Also, wir hätten jetzt im Moment genügend Knoblauch. Wo ist der Knoblauch? Da ist Knoblauch. Wir haben vier Knoblauch, zwei sind noch nachgewachsen. Wir hätten also jetzt noch sechs Knoblauch. Jetzt bräuchten wir noch sechs Echinacea. Dann könnten wir sechs Virusmedizin bauen, die hier eh schon im Auftrag sind. Ja, zwei sind schon gebaut. Da könnten wir nochmal zwei in Auftrag geben. Können wir gleich hier machen. Machen wir das gleich. Dann vergessen wir es nicht. Und dann ernten wir die auch gleich zweimal gar nicht. Okay. Ja, und unsere Poppy, das ist das ist noch, das ist echt unsere Achillesferse im Moment, unsere Poppy Flowers. Ja, genau, und wir brauchen Steine. Wir haben hier zwar alle möglichen Steine, 4, 14 Large Rocks und 9 Large Rocks Soft, Hard, Soft. Okay, das wird also jetzt Hard und Soft, wird das unterschieden. Und die eine hier, die sollten wir anbauen. Die Marigold, damit sie nicht verrottet. Das wäre blöd. Die können wir brauchen. Plant Marigold. Eine. Zack. Genau. So, und da drüben haben wir die Mammuts. Aber so wie es aussieht, ziehen die vorbei. Die ziehen vorbei. Die tangieren uns nur ganz peripher, wie es so schön heißt. Und ja, unser Dorf wächst, und dann müssen wir hier tatsächlich noch mehr abbauen, mehr Stein, Limestone, Sand. Ich gebe das mal in Auftrag für den nächsten Tag gleich. Da mal abgraben, dass wir da eins tiefer kommen. Wir müssen den ganzen Hang hier abgraben. Das wird echt interessant. Das wird echt interessant. Und den Sand hier müssen wir auch abgraben. Und dann können wir hier nochmal Ton, den brauchen wir eh. Den Ton weggraben. Und hier natürlich den Stein. Den hier und den hier. Und dann graben wir uns da langsam runter. Und das da können wir auch abbauen. Und wir müssen halt nur schauen, dass wir hier drüben... Ja, da auch. Da müssen wir eigentlich die ganzen Dinge abholzen. Das machen wir auch gleich. So, dann ist eh schon für den nächsten Tag genügend Arbeit hier, weil wir müssen dann hier auch das, das Kupfer abbauen nach unten, dass wir dann an diese ganzen Vorräte hier drankommen. Ah, wichtig, damit wir hier genügend Metall haben. Und ich würde sagen, den können wir auch noch abbauen. So, und dann hoffen wir, dass unser Wäldchen hier schnell genug wächst. Wir können mal schauen, ob wir Pinecones noch haben. Ob da inzwischen welche aufgelaufen sind. Pinecones. Eine.
Pinecones, okay. Wir sollten mal schauen. Pinecones, die sind zum Verfeuern freigegeben und das sollten wir abschalten. Fällt mir gerade ein. Sonst werden die verheizt, was nicht gut ist. Was nicht gut ist. Und dann pflanzen wir hier. Also erstmal brauchen wir die für unsere Pflanzung hier. Und dann pflanzen wir den erstmal da hinten hin. Oh nee, ich würde den ganz vorne hier. Damit wir den Mammuts nicht so nahe kommen. Okay, weil Holz wird also jetzt die Ressource sein, die wir am dringendsten brauchen. Am allerdringendsten brauchen. Das ist also jetzt so das Thema. Und wie schaut es mit unserem Brennmaterial aus? Da schaut es noch gut aus. Okay, gut, dann würde ich sagen, ja, also für den Tag waren wir schon ganz erfolgreich. Und wir haben ein Häuschen mehr. Da hinten sind noch ein paar Mammuts. Die müssen wir ein bisschen im Auge behalten. Aber ansonsten denke ich, passt es. Wir sind auf einem guten Weg. Wir haben jetzt angefangen, hier unseren Bergbau zu betreiben. Das wird nur interessant, wie wir da jetzt hier langsam runterkommen. Da bin ich schon gespannt. Und ja, okay. Und an die Sachen da oben, das sind weite Wege. Das sind weite Wege. Da müssen wir uns dann was überlegen. Werden wir sehen. Okay. Also, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Hilft dem Kanal, freut mich. Und wenn ihr neu seid und nichts verpassen wollt, wie es weitergeht mit unserem Dörfchen hier und wie wir möglicherweise die Mammuts jagen oder auch nicht, dann lasst gerne auch ein Abo da. Verpflichtet euch zu nichts, könnt ihr jederzeit kündigen. Und hilft auch dem Kanal und freut mich. Und ich freue mich natürlich, wenn wir uns in der nächsten Folge wiedersehen. Bis dann.